Ja, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Immer kurz den Ton ein klein wenig leiser machen. Gut. Ja, WoW Retail Version. Jetzt muss ich mal kurz schauen. War hier noch irgendwas? Nein. Ja, ich muss jetzt überlegen, ob ich eventuell nochmal zum Nethersturm fliege und mir das hier angucke. Aber es ist eine 5-Mann-Quest, ne? Und ich denke, allein aufgrund dieser Tatsache ist das eigentlich nicht machbar. Deswegen werde ich die abbrechen. Ja, ich werde die abbrechen. Ich mache das nicht. Ja, dann bin ich jetzt durch hier mit dem Nethersturm. Das ist halt einfach, ja. Das ist halt einfach, es würde zu lange dauern. Ihr erinnert euch ja noch an meinen Versuch, im Nethersturm den einen da zu erledigen hier bei der Mana-Schmiede Ultris. Wo wir einen ganzen Part damit, ja, ich will nicht sagen verschwendet, weil wir haben es ja nicht verschwendet, wir haben ihn ja dann erledigt. Aber dass wir dann den Paladin fragen mussten und der muss dann herkommen. 15 Minuten hat das easy gedauert. Und ja, das ist einfach. Ja, es ist. Es lohnt sich nicht. Ich würde jetzt übrigens gerne einmal kurz die Angelquest hier machen. Wenn ich schon mal hier bin. Hallo! 10 riesige Süßwassergarnelen. Okay. Auf dann! Die kann man einfach hier finden. Genau, hier, Mann. 10 Stück. In WoW Vanilla habe ich ja letztens mal geangelt. Über eine ganze Folge lang. Wenn ich jetzt allerdings nur alle 10 Fische einen von diesen Garnelen finde, dann werde ich es natürlich nicht machen. Also, das muss schon ein bisschen schneller gehen. Generell ist das Angelprinzip in WoW Retail natürlich schon viel besser als das Angelsystem in Vanilla. Guck mal hier, was ist das denn für ein Buff? Wo haben wir den denn her? Siegen von Nadal. Gewährt 200 Nahkampf- und Distanzangriffkraft. Und erhöht den Zauberschaden um 115, hält 120 Sekunden lang an. Aber nicht über den Tod hinaus. Keine Ahnung, was das ist für eine Quest. Aber die Angelquest scheint kacke zu sein. Ich meine, wir sind ja hier an diesem See. Beim Angeln am Slimjörsee. Und wir sind am Slimjörsee. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Es mag sein, dass mein Angelskill zu niedrig ist. Das weiß ich nicht. Ich mache noch 10 Versuche. 10 Versuche. 1. Wow, das dauert jetzt schon wieder ein bisschen länger. 2. Übrigens, hier dauert das Angeln nur 22 Sekunden. In Vanilla dauert es ja 30 Sekunden, glaube ich. Um die 30 Sekunden einmal bis nach unten.
Der hat übrigens Kampfmodus an. Wenn er wollen würde, könnte er mich jetzt hier easy peasy erledigen. Ne. Nutzt seinen Ruhestein. Tschüss. Guck mal, jetzt könnte man ihn noch angreifen. Wieso steht er denn jetzt noch? Sieht doch weg teleportiert. Merkwürdig. Jetzt ist er weg. Wow, was für eine Zeitverzögerung. Unfassbar. Hätte jetzt auf den noch 10 Minuten draufprügeln können, gefühlt. Ja, vergesst es. Keine Ahnung, was das ist. Also hier steht eindeutig, dass man das hier, dass man die hier schon einsammeln könnte. Also angeln könnte in dem Simmersee, aber ja, anscheinend nicht. Ich kann mal eben kurz gucken, ob es an einem der Fjorde funktionieren würde. Ja. Ernsthaft. Wenn man übrigens zu lange den Levelstopp anhätte, ich kann ja jetzt mit Level 80 kann ich ja sehr viele Questgebiete durchmachen, auch in ich glaube sogar in Mists of Pandaria. Geht auch Mists of Pandaria? Also Draenor geht nicht. Ja, das ist ab 90, ab 92. Nordend geht auf jeden Fall. Ach wow, ich bin auch doof. Aber hier, egal, hier kann ich eh nichts angeln. Nordend geht auf jeden Fall. Bis 80. Ja, und Pandaria geht ab 82. Beziehungsweise, nö, geht auch schon hier ab 80 los. 80 bis 90, zack. Und dann geht's hier höher. Eine Mine. Ich kann auch die Angelquest jetzt hier abbrechen. Also einzige, es gibt zwei Möglichkeiten, warum das jetzt hier nicht funktioniert hat. Möglichkeit 1 ist, dass mein Angelskill zu low ist. Das ist die Variante, die ich am ehesten für zutreffend halte. Oder ich war einfach an der falschen Stelle angeln. Aber da ist die Questbeschreibung so eindeutig gewesen, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Ich könnte das jetzt auch googeln, ja, und nach einer entsprechenden Beschreibung der Quest Ausschau halten. Aber das mache ich jetzt nicht. Dafür ist es nur eine doofe Angel-Daily-Quest. Das muss jetzt nicht sein. So, und das ist der Übergang von den Wäldern von Terroka zum Schattenmontal. Auch ein ziemlich krasser Übergang. Normalerweise reitet man hier auch lang, hat noch keinen Flugmount. Ich glaube, so schnell hatte man damals keinen Flugmount, auch wenn die Flugmounts natürlich mit Burning Crusade implementiert wurden. Vielleicht einer der größten Fehler, die Blizzard je gemacht hat. Aber jetzt sind die Leute halt einfach angefüttert. Und ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, ohne Flugmount hier irgendwie in WoW unterwegs zu sein. Dafür hat man sich einfach zu sehr dran gewöhnt. Aber natürlich, durch die Flugmounts
geht einfach sehr, sehr viel von den Mühen der Entwickler hier flöten. Man sieht halt einfach die ganzen schönen Wege nicht. Wenn man einfach so straight immer über die Map fliegt, dann erkennt man ganz, ganz viele Einzelheiten und Details der Gegenden einfach nicht. Und ich habe es ja schon mal mehrmals auch besprochen. Wir reden ja nicht das erste Mal über dieses Thema. Und das ist einfach ein großer Nachteil von der Möglichkeit, in WoW zu fliegen. Und deswegen ist es eigentlich auch in den Folge-Add-ons eine ganz logische Schlussfolgerung gewesen, zu sagen, wir machen es jetzt so, am Anfang erkundet ihr das Gebiet erstmal mit einem Bodenmount und erst ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn ihr so und so weit gespielt habt, dann könnt ihr durch bestimmte Achievements das Fliegen in der jeweiligen Expansion freischalten. Das war ja schon in Battle for Azeroth, beziehungsweise wir sind jetzt ja gerade bei Battle for Azeroth. Das war in Legion so und ist jetzt halt auch in Battle for Azeroth so. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist eine gute Möglichkeit, das Ganze irgendwie noch, das Segel rumzureißen, wenn man mal so möchte. Weil ganz zu sagen, es gibt jetzt nie wieder Flugmounts, dafür gibt's auch einfach zu viel Flugmounts. Ich meine, ihr müsst ja nur mal in den Shop gucken. Ja? Reittiere. Ja, die ganzen Reittiere, die es hier gibt, selbstverständlich müssen ja noch einen Sinn und Zweck haben. Was war das denn eigentlich gerade? Quieks. Das ist ja cool. Eine Maus, die fliegt. Äquivalent zum Schwein. Na gut, Quests. 4 Spieler. Das ist auch komisch, ungewohnt. Gesucht. Uvuros Geißel des Schattenmondtals. Gesucht, tot. Uvuros Geißel des Schattenmondtals. Auf Befehl des Oberanführers Orbarok ist die Teufelsbestie zu töten, wenn sie angetroffen wird. Ferner ist die Mähne als Beweis von dem toten Leib abzutrennen. Bringt die feurige Mähne der Bestie zu Kriegsrufer Sardon Treuschnitt, wenn ihr erfolgreich wart. Uvuros wurde zuletzt bei der Hand von Gul'dan im Herzen des Schattenmondtals östlich von Schattenmond gesehen. Das Wrack der Skatlon. Das Wrack der Skatlon direkt im Osten ist ein unheimlicher Ort. Die Peons sind davon überzeugt, dass es dort spukt. Es gibt dort ein paar Bäume, deshalb haben die Peons keine andere Wahl, als in die Ruinen der Arakoa zu gehen und Holz zu schlagen. Die Geister der Arakoa nähren sich an den Arbeitern. Sie saugen ihre Lebensenergie auf und benutzen sie, um ihre verdorbene Magie zu verstärken. Wir müssen herausfinden, was den dunklen Rat dazu treibt und ihn aufhalten, bevor sein Einfluss überhand nimmt. Durchsucht das Wrack der Skatlon nach Hinweisen auf ihre Pläne. Meine Güte, das ist so ein Wort, ne? Da sträubt sich in mir alles wieder mal. Skatlon. Und er steht hier vor der Bastion mutig. Da geht's bestimmt darum, diese Höllenbestien zu erledigen. Belagert. Gul'mog schaut zum Himmel auf. Unsere Speer schlagen sich wacker, aber die Höllenbestien greifen immer wieder an. Von ihrer Basis, der Feste der Legion im Südwesten aus, bombardieren sie uns gnadenlos. Sogar die Elitewachen der Korkron können sie nicht ewig aufhalten. Ich rekrutiere jedes fähige Individuum, damit es seinen Teil zur Verteidigung Schattenmonds beiträgt. Dies ist kein Spielkrieger. Das Überleben des Dorfes ist in Gefahr. Tut eure Pflicht gegenüber der Horde und schließt euch dem Kampf an. Das ist ja immer eine vergleichsweise simple Quest. Das ist der Greifenmeister. Die finsteren Zeiten werden vorbei. Welch merkwürdige Wesen. Ich möchte mehr über die merkwürdigen Reptilien, die bei den Lavaströmen des Schattenmondtals umherstreifen, erfahren. Ich habe noch nie zuvor Tiere gesehen, die der sengenden Hitze geschmolzener Lava widerstehen konnten. Außerhalb von Schattenmond, wo der Boden aufgerissen ist und die Lava durch die Risse tritt, findet ihr Teufelsfeuer Dimentrodonten. Tötet sie und bringt mir ihre Milzen. Mit ihrer Hilfe kann ich eine erste Analyse des Feuerwiderstands durchführen. Beginnt eure Suche im Südosten. Lebt wohl. Lebt wohl. Ja. Eine Spukgeschichte. Habt ihr diesen eiskalten Hauch gespürt? Als ob euch jemand die Hand auf die Schulter legte. Euer Verstand spielt euch keine Streiche tauchen. Das Land wird heimgesucht. Geister streifen durch die Weiten und sind bis in alle Ewigkeit hier gefangen.
Wollt ihr sie gerne sehen? Seid ihr euch sicher? Solche Dinge können ein Wesen verändern, und zwar nicht zum Besseren. Nun gut, ihr müsst mir etwas von der ewig brennenden Asche bringen, die ihr in der Nähe der Teufelslavabecken im westlichen Schattenmundtal finden könnt. Überall in der Nähe der grünen Lava. Vorsicht. Komischerweise sind es immer diese Untoten, die so unheimliche Sachen machen. Lockdown. Gut. Liebe Leute, ich beende den Part an dieser Stelle. Im nächsten Part machen wir weiter. Dann geht's hier los mit den Abenteuern im Schattenmondtal. Und ja, wir hören uns bis übermorgen. Ciao.